Es war ein Abenteuer, das wir nie vergessen werden. Wir, eine Gruppe von 7 Freunden, machten uns auf den Weg nach Ungarn, um einen ganz besonderen Urlaub zu erleben. Einen Lost Place Urlaub. Unser Ziel war es, die verborgenen Schätze und Geheimnisse dieses Landes zu entdecken. Unsere Reise führte uns zu den unterschiedlichsten Bunkern. Jeder von ihnen erzählt seine ganz eigene Geschichte. Eingefangen in den Betonwänden und in dem Echo der Vergangenheit. Wir konnten die Spannung, das Adrenalin förmlich spüren, das durch unsere Adern rauschte, während wir diese verlassenen Orte erkundeten. Dann gab es diesen Palast, ein Ort von solcher Schönheit und Eleganz, dass es uns ganz den Atem raubte. Wir wussten, dass der Zugang legal nicht möglich ist. Aber die Versuchung war so groß, also sind wir illegal eingedrungen. Das Herz schlug uns bis zum Halse, als wir durch die prächtigen Hallen und den opulenten Räumen schlichen. Immer in der Angst, entdeckt zu werden. Dieser Urlaub war mehr als nur eine Reise. Es war eine Erfahrung, die uns gelehrt hat, das Unbekannte zu erforschen und das Abenteuer zu umarmen. Ich hoffe, dein Interesse geweckt zu haben und wünsche dir nun viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Teil unserer Ungarnreise. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kraken TV. Kommt groß raus, Herr Mr. Lost Historie. So Leute, wir sind in Ungarn, es geht wieder los. Atomschutzbunker, wird geil. Wird geil. Toni, was sagst du? Es wird geil. Ich suche gerade in diesem super Kofferraum meine Sachen. Ja? Weil hier ist ja super viel Platz in dem Auto. Okay, krass. Kannst du auch direkt nach Köln gehen. Genau. So, heute sind wir tatsächlich mit dem Obex-Bus unterwegs. So, wen haben wir hier? Der Einheimische, der Einzige. Der Einzige hier. Einheimische. Sag mal Hallo auf Ungarisch. Jona Podgivanok. Jona Podgivanok. Jona Podgivanok. Jona Podgivanok. Guten Tag. Hallo. Ja, und jetzt versuchen wir mal auf diese Anlage zu kommen. Wir müssen ein bisschen leise sein. Dürfen wir auch mal Huckepack in die Anlage? Wir wollen ja nicht, auffallen. Also ist halt leise. Wir müssen psst. Hey, durch die rote Maske. Was ist da? Ich mach den Eingang frei. Da bist du aber lange dran ohne Schaufel. Das ist besser. Ja? Ja. Umsonst gebuddelt? Mhm. Aber großartige Leistung, Bruder. Leute, für uns ein Rehvisit oder für mich ein Rehvisit. Alessandro, wenn du das Video siehst, ich hoffe, dir geht es gut. Und du kannst dich erinnern an diesen Bunker. Hier, fühl mal. Wie läuft? Meine Brille beschlägt. Boah, ist das nass hier drin? Richtig nass und feucht. Ey, Carsten, gib uns mal Licht. Wir müssen hier rüberklettern, ne? Ja, nee, da durchklettern. Rechts, rechts um die Ecke geht's rein. Ey, Carsten, lass mal hier Licht geben. Hast du kein Licht oder was? Ich guck mal hier, ich hab keine Hand frei. Hier. Warte doch mal. Hier musst du durch. Da geht's nicht weiter. Doch, hier geht's durch. Ich seh nichts. Da musst du rein. Alter. Ja, dann, wir müssen jetzt langsam mal rein, sonst staut sich das hier. Ja, ja, aber wir wollen, ja. Da müssen wir durch. Ja, wir sollen durch. Ja, ich weiß. Danach von dir siehst du überhaupt nichts. Ja, wie soll ich denn hier rein? Jetzt machen wir ein bisschen professioneller. Ja, zeig mir so viel Arschritze. Ja. Wir sind so Anfänger, ey. Nee, das ist weiter hier, ich oder? Ich meinen Namen hier nicht rein. Wieso nicht? Warum bist du nicht die hintere gegangen, du Trottel? Weil da kein Platz war.
Der ist auf Platz, Alter. Ich komme mit meinem Fahrrad rein. Nein, der muss einfach in die nächste, da wo mehr Platz ist. Alter, was ist denn mit dir los? Leg mich am Arsch, Marie. Wo soll der raus? Das ist endeng, Alter. Das sag ich doch. Also, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das so locker. Mach den dann Ferret. Ja, und mit Honi, Toni. Was war das? Alter, bitte Professionalität, bitte. Das ist ja richtig tief, Junge. Ja. Ich hab Angst. Man hört's. Pass auf deine Brille auf. Jetzt bin ich dran. Ich weiß, man spürt's. Ey, das wird kein Stück Zuckerschlecken. Doch, das ist mega, das Zuckerschlecken. Nicht für alle, aber für uns schon. Ja, okay, für dich auch nicht. Oh, so, Leute, schaut mal. Ich hab das einfacher in Erinnerung. Kommen die anderen, check mal ab, wer alles reinkommt, wenn ich... Da fangen sie schon dran. Echt? Das wird eng, aber... Ja, kannst du filmen? Ja, pass auf, dass du da nicht runtergleitest, ne? So geht das. Oh, ist das. Danke. Ja. Oh. Danke. Ich leuchte sie von unten. So, Leute, jetzt noch mal ein bisschen Platz. Soll ich die Tasche nehmen? Hier kommt schon Felsbrocken runter. Noch 40 Zentimeter, 40. Jetzt, das baut nicht auf. Brauchst du Stütze von unten? Ich glaube schon, dass ich durchpasse. Nur hoch. Jo, das könnte ein Problem werden. Das sind jetzt noch 40 cm von dem Punkt, wo du jetzt, wenn er deine Füße baumeln lässt. Was? Ja, 50 sogar. Ja. Haben wir irgendwas, was wir hinstellen? Zum Not mich. Aber hier ist nichts. Von hier ist nichts, wo wir hochkommen. Und hochkommen ist scheiße. Erster Eindruck? Wir haben es geschafft. Warte, schon mal, komm mal hier. Adrian, ich war ja schon mal hier. Ich kenne die ganzen Videos. Ach, ich weiß, wie tief es jetzt runtergeht. Alles klar. Ist krank. Alles klar, Bruder. Dann auf jeden Fall vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Weil das Thema ist echt nicht ungefährlich. Die Luft ist auch ein bisschen schlechter geworden, oder? Ja, aber die Luft ist in Summe gut. Unten das Bauwerk ist ganz gut belüftet. Also sauerstofftechnisch brauchen wir keine Sorgen haben. Schau mal. Ja, schon, ne? Bisschen wie Maginot. Klar, ist wirklich so, ne? Ja. Soll ich dich fürs Film vorgehen lassen? Wenn du möchtest. Du bist ein Schatzi. So, Leute, hier Belüftungsrohre, die ehemaligen. Ich bin kein Schatzi, ich bin Freundin von einem YouTuber. Aha. Von dem Größten. Ja. Hier ist noch alte Beleuchtung. Alte Verkabelung ist noch da. Oh, schaut mal. Treppen haben wir doch heute schon genug, oder? Thank you.
Oh, da unten brennt noch Licht, Leute. Da ist noch Licht an. Warum nicht? Ich glaube 6 Stufen. Der Bunkerbruder. Ihr wusstet, dass die Licht an ist? Ja. Ah, okay, schade. Ich dachte, ich könnte euch ein bisschen. Ich war kurz trotzdem einmal kurz überrascht, ja? Jetzt, aber jetzt ist es mir direkt wieder eingefallen. So, Leute, wir sind hier im Notausgang. Und schaut mal, hier drunter gibt es noch einen Bereich. Den gucken wir uns gleich natürlich auch an. Nee, hier hört uns keiner. Das sind übrigens die Ventilatoren, um das Bauwerk mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist im An. Ja, ist im An. Was hast du, erster Eindruck? Das ist ein Bunker. Okay. Ich war hier schon. Ja, man muss wissen, Johanna steht eher auf Urbex, ne? Das, was wir heute Mittag oder heute Morgen gemacht haben, ne? Ne? Schau mal hier, Johanna, komm mal her. Das ist das Buch von dem Typen oder von dieser Security, die müssen sich hier immer reintragen. Das bedeutet, am 24.12. war das letzte Mal hier. Und die kommen, 17.12. Scheiße, die könnten sieben heute Tage. Kommen. 7 Tage. Es sind 6 Tage. Die heißt, sie ja. Kommen am 31. Also, oder morgen ist, vielleicht ist hier Feiertag. So wie bei uns. Vielleicht kommt ihr so heute. Ey, hier ist das Buch, wo die Security sich einträgt, wann die mal da am waren. Am 24. war doch auch Feiertag. Stimmt. Das heißt, sie kommen am 31. Alle 4 Tage oder was? Soll alle 7. Mal eintragen? Ja. Hat jemand gefunden? Nein, machen wir nicht. Nein, ich schreibe nicht meinen Urbex-Namen. Ich schreibe einfach Urbex. Und dann 2023. Ich weiß nicht. Deswegen. 30.12. Du mit deinem Licht wieder. Ey, guck mal hier übrigens. 1951. Soll ich dir Licht geben, oder? Nach oben. Okay. Ach so, guckt euch das mal an. Wir waren also nicht die Ersten mit dieser Idee. Oh nein, das darf man dir auf YouTube nicht zeigen. Da werde ich gesperrt für. Diese riesige Filteranlage, die lässt auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen, wie riesig die Anlage ist. Elektromotoren sind noch da. Es ist wirklich alles noch da. So, zählen wir mal durch. 3, 6, 9, 12, 24. Lüfter sind hier. Wow, schaut euch das mal an. Das ist ja wohl ein geiles Bild. Das ist die Welle und hier ist ein Ventilator mit Schaufelblättern drin. Hier nochmal der Blick zurück. Was meint ihr, geht die Anlage noch? Probieren wir es nicht aus, oder? Überall ist Licht an, Leute. Das bedeutet, wir brauchen schon fast keinen
eine Taschenlampe, aber das sind alte Leuchtstoffröhren und die flackern bei 50 Hertz. So, was hast du? Hast du den neu geklettert an der Luke? Nee. Damals? Nein. Weißt du, was da ist? Nein. Ja, wird Zeit, ne? Ja, absolut. Eigentlich. Wie groß ist denn das Ding jetzt? Jetzt noch? Ja. Du hast noch gar nichts gesehen. Das ist noch das Lüftungsabteil. Ja, und dann geht es links richtig rein. Ja, hier gibt es Werkstätten und es gibt Unterstände für Menschen. Also du hast, grünen, noch gar, du hast noch gar nichts gesehen. Gerade geht es noch richtig los. Jetzt geht's richtig los. So, das ist der liebe und gute Lost History. Der macht eigentlich viel Urbex, allerdings auch ein paar Bunker. Und heute sind wir zusammen hier in die Anlage rein, um sie zu erkunden. Für mich ist das ein Revisit, also ein Zweitbesuch. Und heute tatsächlich ein bisschen weniger aufgeregt, weil ich natürlich auch schon weiß, was mich, was uns erwartet. Und hier seht ihr überall diese schönen Ausschalungen von dem Bunker mit den Jahreszahlen drauf, die Schwungscheibe. Und hier nochmal der Blick zurück in den Bunker. Wir haben auch einen professionellen Fotograf hier bei uns, den Kim. Er betreibt auch eine Instagram-Seite, Vergessene Orte und Kim, wie heißt deine Seite nochmal? Vergessene Zeiten und Orte. Vergessene Zeiten und Orte. Und dort macht er professionelle Fotografie und stellt die online von solchen Bauwerken, aber auch von ganz vielen anderen Bauwerken. Also wer Bock auf Fotografie hat, ist da auf jeden Fall richtig. Und schaut mal hier, die alten Akkumulatoren, man hat die Decke abgeschraubt, damit die nicht oxidieren, aber bei manchen kam die Zeit, das rauszunehmen, ein bisschen zu spät. Und die haben ihre besten Zeiten schon gesehen. Die Werkstatt. Oh, er hat gerade gesagt, da war noch keiner drin, beziehungsweise ich habe das gesagt. Und er sagt, und eigentlich müsste man das machen. Und wir gucken auf jeden Fall mal nach, was da drin ist. Nicht dein Ernst. Wenn keiner in der Nähe ist. Ich bin ehrlich. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Also da hinten ist eine Leiter, dahinter ist nur ein Wasserbassin. Also von daher musst du nicht unbedingt hoch. Einfach nur ein leerer Raum mit Wasser. Ich verstehe, danke. Na, gelangweilt? Ja. Ja? Wir können dich am Eingang auch wieder abholen. Sie ist müde. Ja, wir haben auch relativ, oder wir haben wenig geschlafen. In der Zeit, wo wir hier waren, das fing damit an, dass wir 36 Stunden wach geblieben sind, weil wir um 9 Uhr losgeflogen sind mit dem Flugzeug und dann erst am nächsten Abend wieder geschlafen haben. Schaut euch mal an. Riesige Röhren. Also hier wurden die Menschen damals untergebracht. Es gibt diese Röhren auch, die sind rund. Man sieht hier nur halbrund. Und unten sind Werkstätten drin. Du kannst eigentlich, du kommst von unten. Komm. Du bist zum zweiten Raum gegangen. Du kannst nämlich runtergehen und dann wieder hoch. Ja? Mhm. Das sind ja die Räume, die eigentlich auf jedem Foto auch zu. Genau, das sind die klassischen Schutzräume. Und weißt du, oben, das war das Parlament. Und die Leute aus dem Parlament werden hier runtergebracht worden. Und die anderen, die aus dem anderen Parlament, die sind über die Metro reingekommen. Und hier in diesen Schutzräumen werden die dann untergebracht worden. Und hatten dann nur spartanische Toiletten. Und wenn man sich überlegt, dass das die wichtigsten Menschen Ungarns waren und dann nur so spartanische Toiletten hatten. Naja, im Fall der Fälle ist, glaube ich, alles egal. Hauptsache, man überlebt, ne? So, hier geht's runter. Aber wir gucken uns erstmal den Schutzraum komplett an.
So, übelst lang, oder? Ja, du hast den besten Hintern der Welt. Ja, also, Ladies, bist du Single? Ja, also Zuschriften gerne an randomlife80@t-online.de. Er vermittelt, ne? Schade, dass die beiden nicht mit reingekommen sind. Die Feiglinge. Ja. Definitiv. Als Favorite nicht alleine, sonst wäre ich auch rausgegangen. War ja schon drin. Also riesige Anlage, ne? Also locker für 5000 Personen, oder was meinst du? Boah, keine Ahnung. Die Euro sind ja schon 400 ja. Pro Raum. Absolut. Man müsste es ja irgendwo mal dran spielen. Also der ist ja ziemlich gut dokumentiert, der Bunker. Findest ja alles im Netz. Ich meine, 5000 waren es damals. Ja, genau, nach unten. Ja. Sauerstoffgehalt ziemlich gut, ne? Man merkt richtig Frischluftzufuhr. Und überall Licht. Boah, hier ist richtig neblig, ne? Ich meine, das ist der Ausgang Richtung Metro. Sollen wir mal gucken? Auch hier neue Rohre, ne? Wasserrohre. So, und das ist das, was Ferenc meinte. Genau, aber aus unserer Sicht ist der nicht mehr aktiv. Ja, das willst du zum Metro gehen? Sollen wir ein paar Meter reingehen? Oder? Ich habe es damals mich nicht getraut. Da ist die Tür. Nein, lass zu, wenn die zu ist. Die Tür auf jeden Fall, aber sollen wir mal hingehen? Oder etwa schießt es? Ich weiß nicht, Alter, ob da nicht irgendwas ist. Schau mal, da hinten ist die Tür. Aber auch dieses Mal werden wir es nicht machen, Leute. Es gibt so einige Sachen, die muss man ja nicht unbedingt machen. Aber ein schönes Bild, oder? Hört ihr die S-Bahn, Leute? Die fährt hier direkt an uns vorbei. Die hochrangigen Parlamentarier, die wären hier durch den S-Bahn-Tunnel hier in den Bunker reingekommen. Und die anderen hatten direkt darüber ihr Gebäude, wo sie gearbeitet haben. Schon creepy. Und jetzt gehen wir in den Maschinenraum dieser Bunker. Das ist Saft. Ja. Psst. Das sind unsere Leute wahrscheinlich, hoffe ich. Hier ist schon gut schimmelig, ne? Und das ist normalerweise selten, dass die ganzen Kabel noch hier sind. Aber es sah mir eher nach Aluminiumkabel, ne? Boah, Nierenröhren. Gutes Mut. Leute, das Licht ist auf einmal aus. Ey, das Licht geht gerade aus. Das Licht geht gerade aus. Das Licht ist gerade ausgegangen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber das Licht ist ausgegangen. Das ist gar nicht so ausgebaut wie oben. War hier über uns schon? Ja, da kommen wir her. Da kamen die her? Ja. Das ist der Metroschacht. Wo, da? Ja, das ist der Metroschacht. Da sollen wir nicht rein. Aber ist ein gutes Fotomotiv, kann so, ich dir sagen. Du hast erzählt, es gibt vier. Von diesen Riesenröhren, von diesen Röhren, ja. Von denen gibt's ja. Vier. Vier? Zwei hast du jetzt gesehen. Die sehen alle gleich aus. Ja. Eins zu eins identisch. Nee, die waren ja untereinander getrennt, deswegen vier. Die haben eine Trennung in der Mitte. Einmal in die andere Richtung. Ganz genau. Wo ist die Treppe zum Hauptausgang? Da, wo Haupteingang, sorry. Hab ich noch nie gesehen, komischerweise. Noch nie gefunden. Es muss also noch einen zweiten Aufgang so neben, wo wir gerade hergekommen sind. Aber ich habe den noch nie. Ich auch, den hat noch keiner gefunden. Doch? Wer? Habe ich ein Video von gesehen. Okay. Jamie. Dann müssen wir den finden. Ich war übrigens gerade in dieser kleinen Luke drin. Wo du gesagt hast, Wasserreservoir.
Wasserreservoir. Wasserreservoir. Passt, weil daneben die Wasserpumpen waren. Absolut, ne? Der schwarze Schlauch rauskommt. Wir sind so. Okay. Also, wir sind hier echte. Hier sind nur Profis unterwegs heute. Ja? Guck mal, Schimmel auf dem Stein. Mhm. Nee, das ist Salz, ne? Salzkristallisierung. Das kristallisiert aus. Das ist der Beton da drauf. Der Beton hier, diese Reste, das sind Salzkristalle. Hey, ich dachte mir, das ist Schimmel. Nein, nein, das sind Salzkristalle. Ich kann Spuren von Chrom 6 enthalten. Sehr gut. Was auch immer das ist. Da hinten ist dann der Hinweis, ja, wo wir zu der Metro kommen. Ne? Traust du dich? Nein. Aber ich bin noch nicht zu Ende gelaufen. Ich würde mir jetzt was. Mal, hat einer den Aufgang? Gehst du bis zur Tür? Gehst du bis zur Tür? Bis hinten durch. Dann geh ich mit. Ja, komm, dann geht los. Dann geh, auf los geht los. Adrian, der Einzige, der hier wahrscheinlich für immer ins Gefängnis kommt, der geht. Der gibt die Richtung vor, ja? Ja. Direkt Gefängnis. Leute, wir haben uns gerade nicht getraut, aber wir haben einen Einheimischen dabei. Der wahrscheinlich die. Der, ja, ja, aber der, wir haben ja die Tür auf. Aber die sind mit dem Video. Jerry ist doch auch bis zum Ende der Tür gelaufen. Ja, die haben auch alle mehr Eier. Wir auch. Danke. So, Leute, wir befinden uns jetzt mitten auf dem Weg zur Metroanlage. Wir sollten hier ein bisschen leiser sein. Es könnte sein, dass da vorne die Metro ist. Die ist da. Oh, da fährt sie. Läuft ja nicht drüber. Die Tür ist auch auf, oder? Nee, nee. Da kommt nur überall die Luft durch. Du lässt dich voll reinleuchten. Da ist sie aus. Da ist die Metro. Ich sehe sie. Die fährt da. Ich will sie auch sehen. Da fährt sie. Guck. Zeig. Da, guck schnell. Siehst du sie noch? Die Zahlen oben. Wie befindet sich das? Das ist eine Anzeige. Das wird nicht so los. Ich stehe drunter. Ihr seid so zwei Leute. Da ist keine Metro. Hier steht einfach. Das ist so ein Komm raus. Blutig? Ja, du hast aber alles voller Spinnenweben und toter Spinnen auf dem Kopf. Ja? Schau mal. Das heißt, wir machen einen Leute, ich will den Aufstieg finden. So, Leute. Also. Normalerweise bin ich ja immer alleine unterwegs oder mit ein, zwei Leuten, aber so in der Gruppe ist es auf jeden Fall noch mal lustiger. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen den Fun auch mitnehmen. Und das macht das Video noch mal besonders spannend. Wenn ihr ein aufregendes, spannendes Video haben wollt, dann schaut euch gerne mein Originalvideo dazu an und nicht den Revisit. Die ist einfach riesig. Aber die wurde anscheinend nie fertiggestellt. Die ist doch in einem räudigen Zustand, oder? Ich weiß, fürs München. Bitte? Nee, fürs Parlament. Achso, hier unten meinst du? Nee, nur fürs Parlament, die Anlage. So groß? Mhm. So viele? Ja, fürs gesamte Parlament. Ungarns. So viele Parlament. Alter, ich dachte schon, du hast Licht angemacht. Schön. Voll die Turbine hier. Wenn die angehen, ich glaube, die gehen sogar an. Hier. Willst du mal? Tilto? Die sind auf 1. Ja, mach den mal auf 0. Vielleicht hat man die ja falsch gedreht. Guck mal hier, die Erde ist dran. Sind sie denn irgendwo angeschlossen? Nein, die müssen eine Sicherung sein, damit die vorher schon lüften können. Ja, guck mal hier. Hi, guten Tag. Wir versuchen gerade die Anlage zum Laufen zu bringen. Ob das so schlau ist? Sehen wir schlau aus. Guck mal, da hinten ist Licht gewesen. Ja, guck mal, da ist ein Sicherungskasten. Geil. Guck mal, was wir die Anlage zum Laufen kriegen, Leute. Sind aber alle selbst helfen das Ding. Oh, shit. Um so zu schön vor sich hin. Mhm. Haben wir hier vielleicht noch einen Hauptschalter? Guck mal hier. Felsoball. Das ist er wahrscheinlich. Steht auf Rot. Genau, und der muss auf Grün stehen. Bist du sicher? Ja, Grün ist an. Ich hier irgendwie Selbstzerstörung mache oder so? Was ist das? Felsoball. Wollte ich mal Google entfragen. Aha, also Ball. Leute, wir brauchen den zweiten Aufgang. Jetzt ich weiß. Dunkel, glaub ich. Nee. Ich sag jetzt nichts.
So, also jetzt links hast du die zweite Röhre. Die ist halt 1:1 gleich, weißt du? Sollen wir unten durchgehen für mehr Abwechslung? Ja, zurück. Genau. Man hat hier, wie gesagt, das Hauptbauwerk belüftet. Und dann hat man hier die Ventilatoren genutzt. Das wäre schon schön, wenn wir mal so ein Ding nicht da ankriegen, ne? Guck mal hier. Ganze KK. Nee. Leider. Ja. Felso, jöp. Felsoball. Hier, da steht was mit der Hand dran. Dann ist er das. Komm, mach. Der linke. Nee. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Lohn geben wollen. Ist alles voller Wasser. Ich glaube, das schenken wir uns, oder? Take your last steps. Hier. Take your last steps. Okay. Hallo, guten Tag. Oh, Spinde. Aha. Ja? Spinde gehen immer, ne? Spinde, Spindensonntag. So, hier sehen wir Asbestos. Also hier sind auf jeden Fall noch ein paar Asbestfasern verteilt in der Anlage. Oh, man hat hier schon den berühmten Vagus installiert. Nee, Lüfter, damit das untere Bauwerk mit dem oberen Bauwerk atmen kann. Heute Morgen gab es nur ein Cinnamon-Brötchen, aber was für eins, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war so ultra lecker. Boah. Also echt schade, wir sind 7 Leute und 5 konnten nur rein, weil 2 etwas stabiler waren oder sind. Das ist eigentlich sehr schade. Also. Boah. Hier ist es richtig warm. Da ist er. Es kommt. Es kommt. Und hattest du die noch da? Hast du vergessen? Nee, war am Rucksack. So Leute, wir gehen jetzt raus aus der Anlage. Das Tissi und ich, wir sind die Letzten, die hier noch drin sind. Die anderen haben sich schon, ich hoffe, deine Frau ist rausgekommen. Da vorne sehe ich auf jeden Fall noch Licht flackern. Ja. So, soll ich vorgehen? Kannst du gerne machen. Gut, ich geh vor. Direkt hinterher. Boah, ich werde tot sein, wenn ich oben bin. Es gibt auch keinen Grund zu rennen, aber fürs Video sieht es wahrscheinlich besser aus. Und direkt schon tot. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor. So, und weiter. Nicht, dass wir heute schon genug Treppen gelaufen sind, hey. Plus 1-2 Etage. Johann hatte recht. Es ist anstrengend. Der Carsten will die gleiche Hütte gleich nochmal runter und hochlaufen für. Hoch, kurz Video. Wir sind nämlich eben hinten. Ja, da ist schon allein mit der Schulter nicht durch.
wollte eigentlich sagen, da musst du drauf. Ja? Ja. Okay, dann geh da hinten drauf. So, Carsten ist noch weiter unten. Der, siehst du, jetzt hat er das doch genommen. Du hast eine andere Hautfarbe bekommen. Brauchst du Hilfe oder geht? Jetzt muss ich am Arsch durchkommen. Das ist doch, ne? Das war auch bei mir das Problem, weil da oben ist keine Luft. Keine Luft? Ja, hier. Ach so. Pass auf deine Augen auf, da ist ein Nagel. Kann sein, das ist nicht immer gut. Ja, Leute, ich zeige euch noch einmal, wie weit ich gerade hochgelaufen bin. Ich habe es euch ja erspart. Da. Wir können ja mal einen Stein zusammen unterwerfen. Ja, ohne dass die GoPro hochfällt. Und? Jetzt. Und Carsten, gehst du noch runter? Ja. Respekt. Also Carsten, geht noch mal runter. Können die warten? Ich glaube, ganz wollen die nicht warten. Kann einer helfen? Oder? Ich frage schon zum siebten Mal. Ja, gerne. Ey, wartet einer im Bauwerk? Ich warte für dich, Bruder. Korrekt. Ich beeile mich, ja? Das glaube ich dir nicht. Doch, ich gehe nur runter wieder hoch. Ich gehe nur wieder runter wieder hoch. So, mein Freund. Also, ich habe ja gerade schon gezeigt, dass ich das irgendwie hinkriege an den Filtern. Ja, geh jetzt. Mal gucken, ob ich das jetzt genauso graziös hinbekomme. Alter, war immer geiler als bei mir. Geht doch, oder? Für einen 43-Jährigen. Und schaut mal jetzt. Guck mal jetzt. Das Bein. Oh, ups. Krass, oder? Ah. Ja, du warst schon lange nicht mehr auf Tour, ne? Das merkt man. Bin ich immer noch dran. Ah, ja, ich habe auch noch Corona, so ein bisschen Nachwirkung. Das ist voller Scheißzeug. Aber meinst du nicht, wenn du jetzt rausgehst, wirst du richtig krank? Du bist nämlich ordentlich am Schwitzen. Liegt wahrscheinlich an der Daunenjacke. Ja, durchtrainiert. Trainiert, ich schwitze schneller. Ja, stimmt. Da hat er recht. Ich bin aber hochgejumpt. Ja, wie ich auch, die ersten drei Stufen. Und dann konnte ich nicht mehr. Ich habe in Köln am Treppenlauf mitgemacht. Wann? Zum Schutz. Vor 2019, ja. Das ist gut. Ja, kennst du, ne, wie hoch der ist? Ne? Der ist hoch. Ja, der ist hoch. Ja, es waren knapp 12 Minuten. Respekt. Ja, voller Montur, ne? Wie alt warst du da? Ja, ein paar 16? Jahre immer, ne? Nee, das war ich. 30, 32. Ja, ja, da war ich auch mal fit. Also, Leute, ich hab... Ich geh raus, ne? Ja, ja, ich warte auf Carsten los. Komm, meine Lieben. Also, ich glaube, ich melde mich gleich von draußen noch mal wieder. Aber trotzdem ist, glaube ich, hier jetzt gerade ganz kurzer Zeitpunkt, euch ein kleines Resümee zu geben. Also beim letzten Mal war ich ja mit dem lieben Alessandro hier alleine. Das war deutlich aufregender als heute. Heute hatten wir tatsächlich auch viel Spaß. Wir hatten die Möglichkeit, auch ein bisschen zu witzeln und ein paar coole Fotos von uns zu schießen. Es macht sich mal ganz gut als Profilbild. Und ja, Glück hatten wir auch, dass heute die Begehung seitens des Security nicht stattfindet. Die sind alle 7 Tage. Die ist erst morgen am 31. wieder. Das bedeutet, falls ihr mal hier hinkommen wollt, alle 7 Tage quasi ab dem 31.12. plus, wie gesagt, 7 Tage. Da ist die Begehung hier. Ich frage mich nur, wie die hier reinkommen. Weil wir haben die Tür Richtung Metro nicht aufbekommen. Und ich glaube nicht, dass die Security hier durch einen verplombten Eingang kommt, der irgendwo von jemandem aufgemacht wurde. Das bedeutet, die müssen irgendwie noch eine andere Möglichkeit haben, in das Bauwerk zu kommen. Aber frag mich nicht bitte, wie die das machen. So, meine Lieben. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch gleich nochmal das Bauwerk von außen. Wie gesagt, Parteifunktionäre. Ja? Was? Irgendwas hat er. Er rennt. Er beeilt sich auf jeden Fall. Ich bin's. Ich weiß nicht, er hat irgendwas gerufen und er rennt. Ja. Aber vielleicht macht das auch fürs Video. I don't know. Vor allem ruft er jetzt nicht mehr. Also von daher entweder, ich denke, ist das alles okay. Ja, also. Auf jeden Fall immer spannend, solche Sachen, insbesondere wenn man im Ausland ist. Man kennt ja die Strafen nicht. Aber wie gesagt, das ist, wie ihr seht, selber ein verlassenes Bauwerk. Denke, maximale Geldstrafe. Je nachdem, in welcher Höhe, kann die natürlich auch empfindlich sein. Aber grundsätzlich
sollte das hier eigentlich kein Problem sein. Bude stand offen. In Deutschland kennen wir die Rechtslage hier natürlich nicht. Aber ja, so wie es aussieht, haben wir das ganze Thema ganz gut geschafft. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Es war aufregend für euch. Ihr habt ein bisschen was Neues gesehen. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr das gerne machen. Schaut auch gerne mal bei Lost History auf dem Kanal vorbei. Gerne auch mal bei Kim, Vergessene Zeiten und Orten. Ferenc hat auch eine eigene Facebook-Gruppe, die mir gerade nicht einfällt. Johanna heißt JN-Urbex, glaube ich. Von daher könnt ihr alle gerne mal folgen und mal ein Abo dalassen oder teilen. Und jetzt gucken wir mal, was der Kast macht. Der ist nämlich ordentlich am Schnaufen, obwohl er eigentlich ziemlich fit ist. Aber ihr habt gesehen, die Anlage ist wirklich sehr, sehr hoch. 70 Meter sind wir unterirdisch gewesen. Und er ist richtig fertig. Er ist richtig fertig. Mal gucken. Warum hast du geschrien? Gerufen. Warum? Ach so, wir haben uns Sorgen gemacht. Ich rufe, ich komme. Na ja, das hört sich normalerweise anders an. Die Jacke nehmen? Nein, das ist ein Pulli. Das hört sich anders an. Ja, schmeiß. Mal gucken, ob ein 27-Jähriger das genauso grazil macht wie ich. Okay. Ja, sieht gut aus, oder? Guckt euch die dicken Arme von dem Typen an. Das war ein Abenteuer. Das war ein gutes Abenteuer, ne? Hatten wir heute wieder einen schönen Tag. Werden wir jetzt eine Obsttorte essen? Nein, lass wieder so hier raus. Du hast meine Lampe. Nee. Doch. Nein, bei dir ist ein Kabel dran. Was? Du hast ein Kabel dran. Sind wir noch im Innenhof? Ja. Alter, ist es dunkel. Nee, wir müssen nur noch weiter hoch. Da sind wir gerade durch. Ach so. Ja, doch, hier ist der Ausgang. So. Leute, da ist der Weg in die Freiheit. Da gehen wir jetzt auch durch. Handy in die Hosentasche gepackt. Display immer in die Innenseite, damit da nichts zu Bruch geht. Und raus in die Freiheit. Raus in die Freiheit. Oh, ihr riecht nach Essen. Ihr riecht nach leckerem Essen. Soll ich die Jacke nehmen? Ja. Los geht los, ja.